Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren zwei Tagesbotschaften. Aber nicht nur das, sondern heute, ich sage Trommelwirbel, startet das Adventssonntagsgewinnspiel, so wie im letzten Jahr auch. Ja, ihr dürft wieder 4x15 Minuten mit mir telefonisch verbringen. Und natürlich schauen wir dann in eure Karten. Und das ist wieder, wie gesagt, für die 4 Adventssonntage, so wie letztes Jahr. Und heute starten wir. Ich sage das jetzt mal kurz zusammengefasst, aber unterm Video, in der Videobeschreibung, findet ihr alle Teilnahmebedingungen auch. Die sind auch ganz wichtig. Bitte durchlesen, weil ich kann jetzt hier nicht alles 3-4 Mal sagen. Es geht wirklich darum, ab heute bis kommenden Sonntag dürft ihr mir ja einen lieben Kommentar hinterlassen mit dem Hashtag natürlich auch Adventssonntag und Adventssonntag der 28. 11. ist nämlich der erste Adventssonntag, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube schon, aber ich schreibe es euch ja wie gesagt alles unten drunter. Und jetzt bis kommenden Sonntag, bis zum 21. könnt ihr einen Kommentar mit dem Hashtag halt hinterlassen, aber wirklich zu dem heutigen Video ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und ihr bekommt dann von mir sozusagen in 2 Wochen, an dem ersten Adventssonntag, werde ich auf jeden Fall dem Gewinner, der Gewinnerin unterm Kommentar von heute, werde ich dann die Benachrichtigung auch reinschreiben, wer dann gewonnen hat. Also seid ganz gespannt. Wichtig ist auch nochmal, ne, seid mir nicht böse, ich werde wieder an den Montagen, an den kommenden 4 Montagen jetzt hier nicht kommentieren, eure lieben Kommentare, sondern natürlich werde ich ein Herzlein geben. Aber sonst wird es zu durcheinander, wenn ihr dann ne, fürs Gewinnspiel euer Kommentar reinschreibt, ich dann auch noch, dann wird es für mich zu kompliziert, dann auch alles dann nachher auszuwerten. Ne? Also wie gesagt, jetzt ab heute die nächsten 4 Montage, beziehungsweise inklusive heute natürlich für die 4 Adventssonntage für 2021. Und es gibt mit Sicherheit auch mal nochmal eine andere Überraschung. Aber das ist etwas, was ihr dann auch nachlesen dürft. Also schaut jetzt einfach in den nächsten Zeiten mal öfter mal in die Videobeschreibung. Vielleicht findet ihr dann da nochmal irgendwann mal auch nochmal ein anderes Bonbon. Ne? Seid gespannt. So, wir schauen aber natürlich jetzt, ich habe gar nicht gesagt, wo wir heute reinschauen. Ne? 3 Karten ziehen wir aus dem Lennemont. Wenn du heute neu bist, dann weißt du es ja nicht. 3 Karten hier. Und natürlich 2 Krafttiere, die euch natürlich auch die ganze Woche begleiten dürfen, Glück bringen dürfen, vielleicht auch fürs Gewinnspiel. Und ihr dürft euch entscheiden, ob ihr das 1. oder 2. Krafttier haben wollt. Bitte ganz intuitiv. Aber ich ziehe erstmal unsere Botschaften für die kommenden 2 Tage. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann gilt es für dich, für heute und für morgen. So, dann wollen wir mal schauen. Dann nehme ich mir heute diese Karte. Dann möchte ich noch diese Botschaft und diese Botschaft. So, was haben wir da gezogen? Oh, da haben wir den Hund. Da haben wir das Kleeblatt. Und die Nachrichten. Okay, okay, okay. So, also, entweder kommt ihr jetzt wieder in euer Vertrauen, eure Stabilität zurück und das auch noch schnell hier durch eine Nachricht, durch ein Gespräch, durch ein Telefonat, durch eine WhatsApp, durch ein Treffen, wo etwas euch gesagt wird. Ne? Also es kann gut sein, dass ihr wirklich etwas hört, eine Information, ein Schreiben etc. bekommt oder im Gespräch wirklich ihr merkt, da ist Potenzial hinter. Für mich ist das Kleeblatt ja immer das Wachstumsglück. Ne? Da bauen wir drauf auf. Und wenn der Hund daneben ist, ist das eine Information, ist das etwas, wo ihr drauf bauen könnt, wo ihr wieder Vertrauen auch schaffen dürft für euch selbst. Ne? Vielleicht ist in der Vergangenheit einiges passiert und jetzt dürft ihr wieder wirklich an das Glück auch glauben durch diese Nachricht. Durch vielleicht auch, vielleicht habt ihr auch ein schönes Treffen mit einem Freund, Freundin, ne? Wo ihr wirklich sagt, oh, das ist schön und da möchte ich mehr von. Ne? Ich möchte mehrere Treffen, ich möchte eine intensivere Freundschaft. Ein Familienmitglied kann auch eine engste Person sein, ne? Wo hier auch Wachstum da ist, wo man einfach schöne Zeit miteinander verbringt und man wirklich merkt beim Austausch, das tut dem Herz gut. Ne? Ich bin zufrieden und ich freue mich über jegliches Treffen und ja,
mein Herz wird auch erwärmt. Ne? Auf der anderen Seite kann es natürlich auch hier wieder Haustiere bedeuten, ne? Dass man sich ein Haustier anschafft oder man hat eins, wo man wirklich merkbar, ohne diesem Tier wäre ich vielleicht nur halb so viel für mich auch wert, ne? Und ich hätte halb so viel Freude, ne? Und ich wachse da dran und ja, ich bekomme einfach so viel Liebe auch. Die Nachrichten, die signalisieren ja, ein Hund, Katze, Maus, wie auch immer, welches Tier auch immer, kann ja trotzdem, ob es jetzt sprechen kann oder nicht, kann euch Impulse geben, Nachrichten geben, dass es auch gut tut, ne? Dass man sozusagen niemals alleine ist. Ne? Also da spielen ganz viele Faktoren drinnen. Und hier kann natürlich auch sein, dass hier jemand, der oder die hier wirklich guter Freund, Freundin für euch ist, hier vielleicht wirklich ja einfach wirklich durch Nachrichten, durch so Glücksmomente euch weiterbringen, ob es im Job ist oder wirklich hobbymäßig nochmal inspirieren oder motivieren lassen, euch ja, etwas Neues auszuprobieren oder vielleicht auch wirklich hier Wege zusammenzugehen, ne, wo man einfach sagt, ja, das ist etwas, wo ich gerne mit dir etwas teilen möchte. Ne? Vielleicht können wir was zusammen da erleben. Also auf jeden Fall schöne Momente in diesen 2 Tagen, würde ich mal auf jeden Fall sagen. Und ihr bekommt auf jeden Fall auch, ob es jetzt sprachlich gesehen ist, ne, was ich vorhin sagte, Haustiere können natürlich nicht sprechen, aber ob es jetzt sprachlich gesehen ist oder so impulsmäßig, ihr bekommt auf jeden Fall ja, Glücksgefühle durch Treffen, durch Nachrichten, wo ihr wirklich sagen könnt, ja, es passt und ja, hier möchte ich mehr von. Ne? Und vor allen Dingen, wenn wir auch vielleicht vieles erfahren haben, schon im Leben, was nicht so schön war, wo wir sagen können, ja, jetzt kann ich wieder vertrauen, ne? Mein Glück kommt. Und vielleicht ist es auch nochmal so ein Punkt, ne? Vielleicht ist das Kleeblatt ist ja auch, kann man ja auch als kleines Geld auch sehen. Ne? Es kann auch sein, dass hier wirklich ihr Gelder zurückbekommt oder ein kleines Geld oder ihr habt etwas verliehen an jemanden, ne? Das kommt zurück und ihr bekommt eine Nachricht oder ihr bekommt wirklich einen guten Tipp für irgendetwas, ne? Was euch hier auch nochmal mehr, ich sag mal, ins Glück und in diese Stabilität auch bringt. Ne? Und finanziell gesehen ist das natürlich auch immer ein Thema, wenn man wieder vertrauen kann, wenn man sich wieder gut fühlen kann, ne? Wenn man wieder an das Gute glaubt. Und sei es manchmal auch eine Information über einen Bonus, eine Gehaltserhöhung, was auch immer. Ne? Eine kleine Gratifikation vom Arbeitgeber oder von wem auch immer. Ne? Das kann so viel sein. Schaut da mal bei euch rein, ne, was es sein kann. Ich ziehe auf jeden Fall jetzt nochmal 2 Krafttiere. Ich habe hier so einen Stapel, deswegen möchte ich gerne hier das Krafttier haben und dieses hier. So, dann kommen die Karten mal weg, damit sie uns hier auch nicht stören. Und dann darfst du entscheiden, ob es das erste oder das zweite Krafttier sein darf oder natürlich auch beide. Ich fange mit dem ersten an. Oh, da haben wir das Schwein, das Glücksschwein. Ach, wie schön. Ja, und das ist das, was... Also mega. Hier habt ihr das kleine Glück. Hier ist das große Glück. Durch irgendeine Nachricht, Botschaften, irgendwas Schönes, von wem auch immer. Na, auf jeden Fall ist es hier eine Person, wenn es jetzt kein Haustier ist, eine Person, die auf jeden Fall auch euch längerfristig gut gesonnen ist, ne? Wo ihr sagen könnt, ja, da kann ich wirklich drauf aufbauen, da habe ich wirklich Glück gehabt, auch mit der Familie vielleicht, ne? Wo ich einfach mich wohlfühle, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich Vertrauen mir immer wieder herholen kann, wo ich Loyalität erfahre, ne? Und es wird in den 2 Tagen nochmal irgendwas geben, wo du nochmal da so einen Verstärker hast. Auf jeden Fall bist du jetzt absolut hier in einer mega Glücksphase, ne? Im Wachstumsglück und das wirklich durch ein Treffen nochmal. Und irgendwas wird das nochmal untermalen, unterstreichen. Es wird nochmal so, dass ihr wirklich sagt, ja, ich bin wirklich, ich habe es gut in dem Sinne. Ne? Es ist ja öfter mal, dass wir auch mal leiden und mal wirklich traurig sind. Aber jetzt ist so, wo wir sagen können, wir sind hier wirklich gut aufgehoben. Ne? Mit den Menschen, mit dem Menschen, mit dem Tier, mit den Tieren, was auch immer. Und das gibt mir ganz, ganz viel und ich merke, dass ich auch dadurch nochmal wachsen kann, mich entfalten kann und hier absolut auch das Glück spüren kann. Also du hast hier bei allem, also solltest du in den 2 Tagen und das Gewinnspiel ist ja jetzt, das ist jetzt auch ganz interessant, das Gewinnspiel startet heute, ne? Heute am 15.11. und dann hast du hier auch nochmal 2-mal hier die Glückskarten. Naja, wer weiß, ne? Okay, dann ziehen wir jetzt das 2. Krafttier noch. Da haben wir die Visionen, die Libelle.
Ja, und das finde ich auch schön, ne? Vielleicht hast du etwas, was du wirklich hier, ja, wo du dieses kleine Fünkchen Glück noch haben möchtest oder ja, wo du wirklich sagst, das ist noch etwas, da brauche ich noch ein bisschen was, aber ich möchte meine Visionen leben. Und vielleicht hast du hier wirklich im Umfeld jemanden, der oder die, der da wirklich zuspricht auch, ne? Sagt, ja, mach das auf jeden Fall, ne? Und das wird auf jeden Fall dein Herz auch noch mal ganz, ganz mehr strahlen lassen. Und ich sehe hier mit der 23 sind die Mäuse im Lennemoor, ne? Es kann gut sein, in der Vergangenheit, dass du hier gestoppt wurdest, dass du deine Vision gar nicht so leben durftest, ne? Deine Bedürfnisse vielleicht auch, aber auch etwas, was du vielleicht noch mal kreativ auch machen möchtest. Das weißt du am besten, ne? Es gibt, da kann da so viele Themen sein. Auf jeden Fall etwas, was dich schon auch geschmerzt hat, ne? Vielleicht wurdest du hier auch enttäuscht und hast Vertrauen und ja, hast ein bisschen, ich sage es nicht ad acta gelegt, aber so ein bisschen das Vertrauen ja walten lassen, ne? Hast für dich gesagt, nee, die Welt ist nicht gut zu mir und ich erfahre immer hier irgendwas, ne, was nicht schön ist. Wie soll ich da noch vertrauen können? Wie soll ich da noch offen sein, ne? Doch, jetzt darfst du wieder, du darfst in deine Vision wieder reingehen. Du hast nämlich schon, auch wenn du diese Erfahrung gemacht hast, hast du vorher an das Gute immer auch geglaubt. Ne? Ob jetzt immer ist wieder relativ, aber du bist schon ein positiver Mensch. Und jetzt darfst du hier wieder in diese Vision auch reinkommen. Ne? Und du darfst dich auch inspirieren lassen. Für mich ist das so, Vision ist so ein ganz, ganz großer Begriff. Ne? Du darfst dich auch führen lassen, weil all das Glück ist bei dir. Und du bekommst eine Information durch ein Treffen, durch ein Telefonat etc. pp., durch eine Nachricht, wirklich, dass du das auch leben sollst und dass du vielleicht hier auch Menschen oder einen Menschen an deiner Seite hast, der so der oder die ein Förderer auch ist, ne? Auch sagt, ja, jetzt ist gut, jetzt das darfst du jetzt machen. Du bist jetzt aus dieser Misere, aus diesen nicht schönen Momenten, Geschichten etc., Phasen, bist du jetzt raus, ne? Jetzt geht es darum, dich zu leben. Und Verluste, die in der Vergangenheit da waren, auch Vertrauensverluste und was auch immer, oder du warst halt sehr angepiekst und hattest vielleicht auch hier finanziell nicht die Möglichkeiten. Ne? Aber jetzt vielleicht kommt von irgendwoher dann, wo du wirklich sagen kannst, oh, da ist dieser Funke da, dass du sagen kannst, oh, jetzt ist finanziell die Möglichkeit da, nochmal was diesbezüglich in die Wege zu leiten, ne? Diesbezüglich zu machen, zu unternehmen, zu realisieren, ne? Diesen Visionen auch freien Lauf zu lassen, ne? Und Visionen, wie gesagt, habe ich vorhin gerade auch gesagt, das ist so viel und wir haben ja unsere Bedürfnisse auch und manchmal sind Visionen, die wir haben, ja, vielleicht auch nicht immer realistisch zu betrachten, aber es sind halt Wünsche, es sind Gedanken, es sind wirklich, es ist etwas, was uns trotzdem innerlich bewegt, ne? Und was uns vielleicht auch mal dann traurig gemacht hat in der Vergangenheit. Nee, jetzt geht es in die andere Richtung. Hier der Hund mit Treue, Loyalität, mit dem Wachstumsglück, auch finanziell gesehen, wo du auch immer Glück brauchst. Ne? Hier kannst du drauf aufbauen, weil hier kommen Nachrichten, hier kommen Gespräche, die dich auf jeden Fall weiterbringen werden, die das vielleicht nochmal vollenden werden, die deine Vision nochmal, ja, vielleicht auch auf Papier bringen werden oder rauslassen. Ne? Vielleicht waren das immer so Gedanken, die du halt wirklich nur mit dir selbst geteilt hast. Und jetzt ist mal wichtig, ja, das nicht alles zu unterdrücken und deswegen traurig zu sein, sondern einfach versuchen, schauen, ne? Wo deine Grenzen sind, was halt möglich ist. Das ist ganz wichtig, ne? Da so sich spiegeln, reflektieren und ne, alles, was im Außen auch, aber selbst auch im Innen natürlich, zu schauen, was da, ja, wirklich in dem Sinne einen auch auf den Weg bringen kann. Ne? Du hast das Glück hier an deiner Seite und du bekommst auch noch mal irgendwoher, dass du dieses Go auch fühlen darfst. Ne? Und vor allem, dass du auch vertrauen darfst, auch auf dich vertrauen darfst, auf deine Fähigkeiten auch zum Beispiel kommt mir gerade. Ihr Lieben, so, ich freue mich natürlich über den Daumen hoch. Jetzt lest bitte unten in der Videobeschreibung alles mal nach, was die Teilnahmebedingungen sind. Ganz, ganz, ganz wichtig wirklich. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt zusammen das Gewinnspiel heute starten für den ersten Adventssonntag, für den 28.11. Also schreibt fleißig Kommentare heute rein, ne, mit dem Hashtag natürlich Adventssonntag, 28.11.2021. Aber schaut nochmal genau, wie gesagt, wie es unten steht. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Ich freue mich auch dann, wenn ich den Gewinner, die Gewinnerinnen ziehen darf. Und am 28.11. ist dann auf jeden Fall auch unter eurem Kommentar findet ihr,
dann auch, wer gewonnen hat. Ne? Wenn ihr dann eine Benachrichtigung einstellen lässt, das kann man ja, dass man dann eine Benachrichtigung bekommt, aber man schaut auch mal manuell nach. Manchmal kriegt man dann doch keine Benachrichtigung und es wäre ja schade, ne? Wenn ihr dann gewonnen habt und das dann doch nicht erfahrt. Ich drücke euch ganz doll und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Tagesbotschaft hier wiederhören und wiedersehen. Bis dann. Tschüss.